Betty und Max haben sich vor fast 7 Jahren kennengelernt. Es begann mit einem zufälligen Aufeinandertreffen in einer Prager Bar, als eine schöne, intelligente Frau mit tollem Sinn für Humor das Gespräch mit einem angenehmen, gut aussehenden, intelligenten Mann begann. Nach 2 Wochen kam es zu einer ersten Verabredung und bald war klar, dass diese zwei ineinander nicht nur eine verwandte Seele, sondern offensichtlich etwas mehr gefunden haben.